Wir sind das Chemnitz University Robotics Team. Unser Team besteht aus momentan 6 wissenschaftlichen Mitarbeitern und mehreren Studenten. Zur Hälfte Elektrotechniker und zur Hälfte Informatiker. Wir arbeiten eigentlich schon seit 10 Jahren auf dem Gebiet der autonomen Systeme und wir schaffen mindestens doppelt so viel wie ohne Wettbewerb und ohne Deadline. Unser Konzept ist, dass wir ein Team haben aus 3 Robotern, wovon 2 am Boden operieren und einer in der Luft. Die Drohne wird eine grobe Umgebungskarte zu den Robotern schicken, in der möglichst schon die Position der Basisstation sowie der Objekte, die zu finden sind, verzeichnet ist. Ein Vorteil ist, dass wir durch die 2 Bodenroboter, die identisch aufgebaut sind, eine gewisse Redundanz haben. Also wenn einer ausfällt, dann haben wir immer noch ein gleiches System, was die Aufgabe noch fortsetzen könnte. Aber die Greifvorrichtung ist noch nicht ganz ausgereift. Es gibt jetzt Probleme an dem Greifarm, dass einmal der Zahnriemen gerade gerissen ist. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir den nochmal größer dimensionieren. Darf natürlich dann nicht im Wettbewerb passieren, ne? Wenn dann gerade das Objekt gehoben wird. Wenn es dann reißt, dann ja, war es das. Beiden Bodenroboter werden wir wohl Phobos und Deimos nennen. Das sind die beiden Marsmonde. Also die Idee kam jetzt gerade von mir mit den Marsmonden. Kann jemand anders dann den Namen für den Flugroboter vorschlagen? Vielleicht eine Marssonde, mal sehen. Der Roboter ist wirklich sehr geländetauglich. Wir können kleine Hindernisse, Steine überfahren, ohne dass die Erschütterungen direkt zum Beispiel bis in das Kamerasystem übergehen. Prinzipiell ist der Aufbau noch etwas provisorisch. Insbesondere ist noch keine Verkleidung am Roboter angebracht. Der wird wahrscheinlich ziemlich silbern aussehen. Wir könnten jetzt gut noch ein halbes Jahr gebrauchen zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich vermute mal, mit einem kräftigen Endspurt haben wir doch eine ganz gute Chance.